Hallo in die Runde, willkommen zu einem neuen Rocket, bei dem ich mich diesmal richtig beeilt habe. Wie ihr seht, so früh war ich selten dran. Naja gut, das ist ein bisschen geflunkert jetzt. Ich habe den Termin nach vorne gezogen auf 16.30 Uhr, weil heute Abend noch eine Runde Doppelkopf ansteht. Ja, den 1. Mai, den müssen wir ja ausnutzen. Dann hoffe ich also mal, dass ich jetzt niemanden versetzt habe, der sich auf 19 Uhr gefreut hat. Ich habe gedacht, naja, es ist ja sowieso ein bisschen Zufall, wer mich hier an den Tisch gelost bekommt, da kann ich das mal machen. Und jetzt halte ich mich also ran, damit ich heute auch noch ein paar Spiele Skat auf die Uhr bekomme. Ja, bevor es dann eben, wie gesagt, nachher zum Doppelkopf geht. Da kann ich schon mal sagen, das erste Blatt wird mir beim Doppelkopf jedenfalls besser gefallen. Da würde ich zumindest schon mal Damen und Karos nicht ganz so abgeneigt gegenüberstehen wie jetzt in diesem Vorfall hier. Das ist natürlich ein Einstand, mit dem ich mal zumindest nicht besonders viel falsch machen kann. Hoffnung macht, dass mein Partner noch ein wenig mitgereizt hat und auch gleich die Stechfarbe trifft. Alleinspiel geht auch gleich über die Dörfer, also mindestens einen Buben traue ich meinem Partner noch zu, aber die Karten sind ja vermutlich sehr gleichmäßig verteilt. Ich habe jedenfalls immer 2-2-1 in Herz-Kreuz-Pik, von daher würde es mich doch eher überraschen, wenn der Grang jetzt spannend wird. Ja, und da sehen wir es auch, der Alleinspieler ergreift die Chance, auf verteilte Buben zu spielen, nachdem die ersten Vollen laufen. Das sieht natürlich irgendwie nach einem Schneiderplan aus. Na gut, wenn er jetzt noch eine Schwäche hat, wenn er Kreuz schnippelt, ich mit dem König rankomme, kann ich noch zweimal Karo ziehen. Ja, aber das wäre auch überraschend, warum sollte er das tun? Nein, er hik ja sogar Kreuz 10 auch noch selber, Pik Ass auch noch selber. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr für uns, da kommt noch der letzte Herz. Naja, ja, haben wir unseren Stich gemacht. So, zweites Spiel, da sieht natürlich besser aus, da fehlt nur eine zum Null-Ouvert. Hab dafür in Karo 3 Eingänge, in Herz 4 Eingänge, macht schon 7, Pik 7, 8, Kreuz 7, 8, also 11 Karten, die ich locker finden kann. Jetzt habe ich sogar zwei gute gefunden, das kommt auch vor, da kann ich schon eine beliebige zu dem Pik König runterdrücken. Na gut, Karo 7 vielleicht nicht unbedingt, aber sonst fast beliebig, Dichter 0 Ouvert. Ein schnelles Spiel, so gefällt mir das. Hoho! Jetzt geht's natürlich los. Das sind ja hier schon Belege, das sind ein paar volle. Da will ich mal ein bisschen die Karte testen, jetzt ein bisschen kneten. Der Pik sieht gar nicht so schlecht aus. Und Mittelhand will mich beeindrucken mit Sprungreizung auf 27, auf 36. Ja, aber damit, ja, wenn, dann provoziert man eher erst recht eine Gegenreaktion. Ja, aber bei 48 dann, okay, gut, dann muss ich sagen, alles klar. Dann hat er mich doch überzeugt, dann sitzt wohl das bessere Spiel in Mittelhand. Es wird ein Grang, und das ist ja interessant. Mal gucken, ob der so stark ist, wie er sein muss. Herz hat er schon mal die Dame dann gedrückt, okay. Ein Herz mit. Gut, nun spielt er die Kreuz 10, hat er sicher natürlich den König noch dabei, vielleicht noch eine Lusche oder auch die Dame, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall, bei 32 liegen kann ich jetzt gefahrlos Herz König spielen, Herz Dame muss ja im Keller sein, also mein Partner hat jedenfalls kein Herz mehr. Da wird auch eingestochen. Karo Abwurf, also Karo Ass und 10, ich schenke hier schon mal pro forma, weil ich gedacht habe, das wären vier Buben, sind es aber gar nicht. Und damit stehen wir jetzt auf 47, sehr interessant, der Alleinspieler hat natürlich noch den letzten Karo, er hat noch den letzten Buben und er hat noch den Kreuzkönig. Wenn mein Partner noch einen Stich mit der Kreuzdame macht, dann kann es theoretisch reichen. Allerdings fehlt mir natürlich ein Pik-Bild, dann müsste mein Partner jetzt erstmal die Pik 10 spielen und wenn der Alleinspieler dann nicht genau mitgezählt hat und vielleicht nicht genau weiß, dass wir erst 47 liegen hat, dann einsticht, dann könnten wir noch 61 bekommen. Aber mein Partner, ja, das ist kein guter Zug, er findet nicht, naja, er findet Pik, aber nicht eben die 10, sondern jetzt muss ich ja mit dem Ass rauf, sonst schmeißt er allein schwer ab. Guckt da an, er hat die Pik 10. Er hat die Pik 10,
Ja, und nun kriegen wir noch genau die Dame auf 50 Augen. Also der Alleinspieler hätte, wenn das korrekt spielt, sowieso gewonnen, weil ich ihm auf die Pik 10 nicht die Dame habe. Wenn wir bei 47 liegen, das schaffen, Pik 10 und Dame auf den Tisch zu legen, und ich habe dann noch das Pik Ass für die Kreuzdame, hätten wir natürlich immer gewonnen. Trotzdem, Pik Dame war jetzt natürlich nicht so eine besonders starke Karte. Die Pik 10 muss schon kommen, die Restkarte war an sich definiert. Dann haben wir immerhin die Chance, dass der Alleinspieler nicht präzise gezählt hat und noch einen Fehler macht. Viertes Spiel. Naja, ein Ansatz. Zwei Asse, zwei Buben. Woanders wird das Ding durchgeknüppelt. Beim Rocket wird es auch schon mal mindestens bis 24 gezogen. Aber für mehr ist es dann, reicht es dann doch nicht. Auch die 24 sind natürlich schon gewagt, muss man sagen. Das Spiel braucht schon noch eine deutliche Verstärkung. Das würde ich mir im Ligaspiel sicher sehr genau überlegen, da sind maximal 18 drin. Aber nicht im Rocket. Auf diese kurze Distanz, da geben alle natürlich Gas, da muss ein gutes Ergebnis her, da kann man also mal ein wenig mehr trommeln. Ja, Pik war natürlich nicht das, was ich mir erhofft habe, wo ich jetzt nur die drei Trümpfe dagegen habe. Pik König Aufschlag, irgendwie eine komische Karte, also ich glaube mal nicht, dass mein Partner die beiden alten hat, und jetzt, wo er jetzt das Pik Ass auch noch hat, von daher denke ich mal, dass der Alleinspieler hier mit Zweien hat und unter durchspielt. Ja, was sagt mir dann der Pik König, dass er wohl nicht ganz so trumpfstark ist, also nur 5 Trümpfe hat. So, wie auch immer, mit meinen beiden Assen will ich noch nicht antreten, ich weiß noch nicht, wo die Schwäche ist, eine Farbe, mit der ich vermeintlich wenig kaputt machen kann, weil ich die Vollen nicht habe, weil die Vollen hinter mir stehen, ist Karo. Und das klärt natürlich auch das Blatt. Ganz offensichtlich hat der Alleinspieler mit 2, wie wir hier sehen, und er hat auch Karo Ass 10 dabei, und er hat den 5-Trümpfer, wie schon nach dem ersten Stich vermutet. Also hat er noch 2 Fehlkarten. So, das bedeutet natürlich, also 2 Fehlkarten, wenn er auch den letzten Karo hat. Vielleicht hat er nur Karo Ass 10, und das bedeutet, wenn er tatsächlich noch Herz 7, 8, 10 zum Beispiel hat, dann können wir das Spiel natürlich noch schlagen. Ich halte es nicht für wahrscheinlich, aber man muss seine Chancen ergreifen. Schneider können wir nicht bleiben, denn den nächsten Herz oder Kreuz, der wird uns dann auf jeden Fall rausbefördern. Und ich kann jetzt auch erstmal wieder Karo reinspielen und gucken, wo dann wohl der siebte Karo sitzt. Das weiß ich jetzt allerdings immer noch nicht, weil die Karo Dame noch nicht gefallen ist. Aber jetzt, wo Herz 10 kommt, ist natürlich klar, dass der siebte Karo noch beim Spieler sitzt. Er wird wohl nicht in der Herz 10 Lusche stehen und jetzt noch eine Kreuzkarte dabei haben, dann hätte er eher Herz 10 mitgedrückt. Jetzt hat er also Rest, und wir sind raus. Also alles ganz normal. Fünftes Spiel. Na, das ist doch mal wieder was. Das ist ein guter Ansatz, da kann ich mal mindestens erstmal 30 reizen. Wäre natürlich schön gewesen, für 20 oder so ranzukommen, um dann auch die Chance zu haben, einen Buben oder Ass zu finden, ist aber nicht der Fall, und stattdessen nicht mal für 30. Gut, okay, also Kreuzhand, den gebe ich mir noch, auch wenn ich Mittelhand bin, dann darf halt keiner 4 Trumpf haben, aber auch 36 wird gehalten. Ja, das tut weh, das knarrt, das, ja, das macht schlechte Laune, so eine Karte passen zu müssen, aber manchmal ist es ja so. Du denkst, du hast ein Blatt, aber du hast gar nicht das Blatt, denn woanders ist noch ein stärkeres Spiel unterwegs. Und nun kommt ein Pik dabei raus. Na, der ist natürlich ohne Dreien oder ohne Vieren. Ja, super, ganz trumpfstark offensichtlich. Da können wir natürlich wenig abbeißen. So, kann ich auch von hier gleich noch mal einmal Trumpf ziehen, da werde ich sonst eh nur wieder eingespielt. Na, wahrscheinlich ein 7-Trümpfer. Mein Partner noch beide Karo-Stiche macht, wenn er unter seinem Ass gespielt hat, könnten, naja, selbst dann kommen wir ja nicht hin, selbst dann kommen wir nicht hin, aber jetzt passiert natürlich das typische, Karo wird noch einmal abgeschmissen auf 29 oder 27, Schneider sind wir geblieben. Nee, das Spiel war zu stark, aber jetzt bin ich natürlich langsam auch auf Betriebstemperatur schon zwei, dreimal nicht rangekommen, nicht etwa, dass die Spiele verloren wurden, aber es, ja, es piesackt einen ja dann doch irgendwie. Es piesackt einen, wenn du gute Karten hast und dann einfach bei 30 oder 40 nicht ans Spiel kommst. Deswegen muss ich mir jetzt auch sagen, das Spiel, was ich jetzt hier habe in Vorhand, es ist kein Gedicht, aber ich habe 20 Augen, die ich drücken kann, ich habe 6 Trumpf, jetzt reize ich mal den Kreuz und ich komme ran für 30, also jetzt eine gute Karte wäre
Schön. Herz 8 und Pik 9, jetzt guckt euch das an. Jetzt ist es aber ein verdammter Scherbenhaufen, auch obwohl ich 20 drücken kann. Ja, ich war am Überlegen, wegen der 30er Reizung, soll ich die Herz 10 vielleicht sogar am Blatt halten? Aber das Spiel kennen wir auch, dann kommt nachher von Spieler 3 von rechts der Herz, dann kommt Herz, selbst wenn rausgenommen wird, zurückgespielt, vorgestochen, dann hast du die Herz 10 in der Hand. Also Herz 10 jetzt bei der 30er Reizung kann man drauf wetten, ist mir aber auch zu riskant. Jetzt habe ich erst so ganz normal und dann dachte ich, nee, ganz normal Karo 10, Herz 10, dafür ist das Spiel einfach zu schwach. Dafür ist das Spiel zu schwach und ich habe mich jetzt für die Flucht nach vorne entschieden, wenn ich zu der Einschätzung komme, das Spiel ist zu schwach für eine normale Drückung, dann muss ich eben hier mal mit der blanken Karo 10 operieren. Wenn du die unten hast, kommt so häufig in dieser Spielkonstellation Karo unterm Ass raus. Dann jetzt einfach mal 20 drücken, Karo 10, wenn der läuft, könnte das hier die Gewinnerkarte sein. Natürlich ist das eine, ja, All-In, wie man so schön sagt, alles auf eine Karte gesetzt. Und nun fällt im Aufschlagstich gleich der Kreuz Bube vom Spieler links, der die gereizt hat. Also wenn er mich bluffen will und Pik Buben noch hat, alles schön und gut. Wenn ich gegen 4 Trumpf spiele, dann bin ich aber heilfroh, dass ich ihn so schräg gedrückt habe, denn dann kann ja nur eine unrunde Drückung, sage ich jetzt mal, hier zum Erfolg führen. So, hier erstmal der Beweis, Herz 10 wäre auch eine nette Idee gewesen, idealerweise blank, habe ich aber nun nicht gemacht. Nun wird es sich zeigen. Ja, nun kommt von da Karo. Nun muss das Ass, ja, das Ass ist bei Spieler 3. Das ist natürlich großartig, 30 liegen und jetzt mal gucken, ist vielleicht sogar der, nee, 4 Trumpf dagegen, 30 liegen und dank des Bluffes mit der Karo 10 komme ich jetzt hier an diesen fetten Extrastich ran auf 56 und vor allen Dingen ist es auch klar, Spieler 3 hat noch die Karo Dame. Er hat noch zwei Trümpfe, zwei Buben, er hat noch Karo Dame Lusche und dann hat er noch einen Pik. Das Einzige, was jetzt natürlich nicht passieren darf, Trumpf Dame bekomme ich sowieso auf 59, ist, dass Spieler 3, wenn er jetzt eine Pik Lusche hat und hinten seinen Kollegen anspielen kann, dass er dann die Karo Dame noch auf den Pikstich versenken kann. Aber das kann ich, wenn es so sitzt, nicht verhindern. Ich muss jetzt hoffen, dass Pik König oder Pik Ass vorne sitzt und oder dass der Spieler ein bisschen lax einfach die Karo Dame auf den Tisch legt, weil der ja auch noch nicht genau weiß, dass hier 20 gedrückt sind. Oder es ist der Pik König und damit bin ich Sieger, denn wenn Spieler 2 jetzt rausgenommen hätte, dann mache ich natürlich auch den Pik-Damen-Stich noch, beziehungsweise ja, kriegt die Karo-Dame auf jeden Fall. Und wo er taucht, muss jetzt Spieler 3 eben selber antreten mit, ja, da kommt noch mal Karo 7, ist ja gut. Den steche ich jetzt nicht. Danach würde ich ja keinen Stich mehr machen, hätte ich doch nur 59. Nein, nein, ich warte schon jetzt noch auf die Karo-Dame. Da kannst du dich drauf verlassen. Jetzt interessant, Spieler 2 kennt natürlich noch gar nicht die genaue Konstellation, der zupft jetzt noch mit seinem Pik Ass rum, weil er wohl auch gezählt hat und weiß, Pik Ass alleine reicht nicht. Behält er es noch, ja, hat er sich in Trumpf vielleicht verzählt, oder er weiß eben, Pik Ass reicht nicht, ich halte es einfach, jetzt kriege ich hier sogar zur Belohnung noch das Pik Ass, macht 73 statt nur die 62, auf jeden Fall ein heißes Eisen, und solche Spiele, ja, wenn die gelingen, dann macht es halt besonders Spaß. Ich denke auch mal, wenn ich die Karo 10 da nicht blank im Blatt gehabt hätte, dann wäre nichts gegangen. So, jetzt mal ein Spiel mit 6 Vollen und Karo Buben und schnapp! Ja, das nenne ich eine Findung. So stelle ich mir das vor. Guckt euch mal dieses Gedicht an. Das hat man ja auch selten. 8 Volle und einen Buben. So, geht es natürlich an sich nur um Schneider. Bei der 20er Reizung wird wohl auch keiner die drei oberen Buben haben. Ja, ich drücke trotzdem die Herz 9. Also glaube ich ihm erstmal nicht, dass er dann nun 4 Herz hat, aber selbst wenn da jetzt gestochen werden sollte, was nicht der Fall ist, dann bin ich immer noch groß da. Ich habe ja wirklich in jeder Farbe 2 Einspielkarten mit Ass und 10, also kann ich in Ruhe den Buben ziehen. Und wenn jetzt nicht Pik zu dritt sitzt, dann ist es auf jeden Fall Schneider. Das ist auch der Fall, denn jetzt kann es nur noch einen Stich geben. Ich muss jetzt hier nur ein bisschen aufpassen, dass ich beim Abziehen der Vollen nicht noch dem Mann mit dem Buben einen extra Stich hochspiele. Da greife ich jetzt lieber noch mal in den letzten Pik. Irgendwas müssen sie fallen lassen und dann weiß ich eben,
Ja, wenn Spieler 3 jetzt noch ein Kreuz abwirft, dann kann ich Kreuz 10 ziehen. Jetzt, wo er Herz abschmeißt, kann ich ihm Herz 10 ziehen. Da fehlt nur noch ein Herz und danach habe ich dann jedenfalls Rest. Also, das war eben das Auftaktspiel und jetzt ein schöner, fetter Grang ohne Dreien hinterher, Schneider. Und das scheint noch nicht das Ende der Fahnenstange zu sein. Das sind wieder drei Asse und eine 10 plus Kreuzbube. Also ein 0 gucke ich mir damit jedenfalls nicht an. Und ich komme auch ran für 23. Hep, na siehste, Karo Bube dabei. Das sollte wieder zum Grang reichen. Hier kann man übrigens durchaus überlegen, ob jetzt die Karo Dame mit der Kreuz Dame in den Keller gehört. Zwei Bilder drücken, gerade wo man eben genau vier volle hat und zwei Buben. Das Bild kann entscheidend sein, aber ich habe es auch schon dann natürlich oft gesehen, dass da mal Kreuz Ass auf den Tisch kommt und hinten fällt die 10 rein, gleich 21, weil du das Ding dumm bedienen musst. Oder dass die Buben verteilt sind und am Ende verlierst du, weil du in Kreuz die Lusche noch bei hast. Also er scheint mir dann doch stark genug, dass ich nur drei Augen drücke, Karo Dame noch mit im Blatt natürlich schleppen muss. Ja, und dann schauen wir mal. So, Karo-Aufschlag. So, da kann ich gleich mal testen, was die Karo-Dame wert ist. Also auf jeden Fall würde ich sagen, hier ein Kandidat zum Schnippeln. Das ist mir zu heiß, darauf zu gehen. Ja, mit der 8 oder der Dame, würde ich sagen. Und manchmal ist die Dame ja dann doch Gold wert, wenn der Spieler in Vorhand mal aus dem, tja, aus 7 König 10 ausgespielt hat. Das war also hier schon mal ein guter Treffer. Schön, dass ich die Dame eben im Blatt gehalten habe, sonst wäre das nicht so gut gelungen. Und jetzt Bube ziehen, ja, wenn die Buben kommen, dann ist es natürlich ganz leicht. So, dann können wir jetzt gucken, ob irgendwie ein Schneider funktioniert. Okay, da fliegt Herz 7 auf Pik, also die Karte steht ein bisschen unrund. Ich hatte hier an sich schon Herz Ass in der Hand, wie ihr seht. Wenn Pik mit bedient worden wäre, dann wollte ich jetzt Herz oben und unten spielen, in der Hoffnung, dass Herz 2-2 steht. Und ich dann nach 14 Augen dann die Karolusche einigermaßen günstig abwerfen kann. Jetzt kann Herz aber natürlich nicht mehr 2-2 stehen, dann entscheide ich mich für Plan B, lieber Herz unterdurch, in der Hoffnung, dass da dann jetzt erst 13 oder 14 fallen, und dass der Spieler jetzt, wenn es geht, auf die Idee kommt, nicht mich wieder mit Herz König einzuspielen, sondern einen vollen auf den Tisch zu legen. Genauso passiert es. Bei 13 liegen kann ich jetzt Karolusche auf 28 abschmeißen, habe Rest. Ja, wenn er Herzkönig zurückspielt, kann er natürlich Kreuz Ass auf den Karo-Stich wimmeln, dann wären sie rausgekommen. Also der Schneider ein wenig glücklich. Ja, Mensch, was ist denn hier los? Es ist ja wie, wie entfesselt, die Karte meine ich. Also ich, ja, ich entfessel mich hier gleich auch. Logisch, dass ich das Ding auch wieder durchziehe in Vorhand. Da gibt es natürlich kein Null-Ouvert. Ich habe einen sehr starken Ansatz. Das muss als Grang gehen. Klar, entweder muss er gut sitzen oder ich muss noch eine gute Karte finden, aber das ist zu stark. So, und Karo 10, das sollte schon reichen. Können wir mal gerade durchzählen. 14 Augen gedrückt, 8 mit den Buben, 22. Dann die 28 in Kreuz auf 50 und Herz Ass 61. Also um den zu verlieren, müssten schon die Buben zusammenstehen und Kreuz Dame zu viert, sodass ich mit Kreuz Ass 10 König nicht die Dame rausbekomme. Das wäre schon ausgesprochen merkwürdig, und immer noch habe ich dann den Plan B, mit Karo Dame einen Stich zu machen. Aber der Grang wird doch wohl jetzt auch wieder funktionieren. So, Buben sind schon mal zusammen, Kreuzabwurf habe ich auch noch nicht gesehen, noch ist er verlierbar, jetzt nicht mehr, denn durch die verteilten Kreuz erobere ich mit Sicherheit halt die Kreuz Dame. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch meine C-Karten abspielen. Und da mache ich jetzt auch keine Experimente auf Schneider, nicht, dass ich irgendwie Karo rausspiele oder so, um noch einen König hochzuspielen, und mache am Ende gar keinen Stich mehr. Einfach noch Herz Ass ziehen, zack, oh, kriege ich sogar noch Herz 10, habe ich nicht 61, sondern 71. Die war dann nochmal über. Wow, was für ein Zwischenspurt, was für eine Kartenexplosion mit vier Spielen hintereinander auf 600 Punkte fast bei Spiel 9. Ich würde mal sagen, schwierig, Jungs, schwierig, Kollegen, tut mir fast ein bisschen leid, aber gegen diese geballte, ja, Buben- und Ass-Ansammlung ist es natürlich schwer, gegen anzustinken. Und hier kommt auch im 10. Spiel noch eine Karte. Das Ding reiz ich doch auch wieder auf Karo Hand, würde ich mal sagen, mindestens. Ja, bei 30 komme ich ran, also den, naja, plausibel, dass der Spieler Mittelhand Herz reizt,
bitter für mich, dass ich nun das Handspiel machen muss. Hab natürlich schon Bauchschmerzen davor, dass ein Bube liegt. Ansonsten ist die Karte natürlich erstmal relativ stark schon, aber naja, kann auch was passieren. Gerade wenn Kreuz zum Beispiel 3-1 sitzt und mir da was abgestochen wird. Also gucken wir uns das Ding jetzt mal an. Erstmal einen Buben, damit es ja nicht so leicht ist, den Stich rauszunehmen und mich in Mittelhand zu bringen. Das funktioniert natürlich, aber es muss auch erstmal ein Bube rausgenommen werden. So, und jetzt mal hoffen, dass Kreuz nicht auf Abstich steht. Hui, Kreuz steht 2-2, das ist natürlich erfreulich. Das ist sehr erfreulich. Und jetzt kommt der Widerstand. Gar nicht der Spieler, der gereizt hat, sondern wieder der andere hat die ganzen Trümpfe dagegen. War vorhin ja schon mal so, dass die vier Trümpfe gar nicht bei dem saßen, der gereizt hat. Hier sind es potenziell jetzt sogar fünf Trümpfe. Jetzt wird es natürlich ein bisschen... Ja, jetzt kann es natürlich knifflig werden, wenn da nicht irgendwas Gutes für mich liegt. Also erstmal erfreulich, dass ich jetzt hier Herz 10 stechen darf. Damit sieht es natürlich schon wieder sehr gut aus. 28 in Kreuz, 48. Jetzt muss er eigentlich nur noch schnell mein Karo, mein Pik Ass ziehen und es darf der Bube nicht liegen. Und nein, das gibt's doch gar nicht. Der Mann reizt 30 und hat Pik von hier bis da. Der hat mich nur über den Karo rübergehoben, weil er kein Stück Karo hat, nur den Buben. Das ist plausibel, aber trotzdem bitter, dass mir da jetzt das Pik Ass abgestochen wird. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, ja, einen vollen brauche ich noch. Trumpf Ass ist noch draußen und Pik 10. Trumpf Ass werde ich natürlich nicht bekommen, es sei denn, es liegt im Stock. Und das gleiche gilt für Pik 10. Der Bube darf natürlich auf keinen Fall liegen, sonst habe ich überreizt. Pik 10 liegt nicht, also jetzt muss das Karo Ass im Stock liegen. Das war gut. Das war gut. Ja, das Karo Ass liegt und damit gewinne ich mit 70 Augen. Hui, das war ja noch mal ein kleiner Aufreger kurz vor Feierabend. Ich glaube, damit bin ich jetzt auch sehr gut bedient und bin ja fast ein bisschen erleichtert, dass jetzt das 11. Spiel nicht reizbar ist für mich, dass jetzt hier so ein bisschen ich die Liste ausklingen lassen kann mit einem sehr guten Ergebnis. Grang wird gespielt in Vorhand. So, und jetzt gucken wir mal, das ist natürlich interessant, den Stich gucke ich mir hier auch gleich nochmal an, Herz 7 Abwurf und der Alleinspieler kommt mit dem Herz König. Ja, sollte er denn tatsächlich auf König 10 Lusche stehen? Ist natürlich möglich, wenn er dann nach dem Bubenzucht die Herz Lusche sieht, dann braucht er auch die Herz 10 nicht mehr auspacken, dann hofft er, dass die 2-1 stehen und spielt nur den König. Naja, um einen Grang zu schlagen, muss ich hier ins Risiko gehen, denke ich mal. Da wird jetzt also volles Rohr drauf gespielt, 14 und dann auch direkt das Ass hinterher. Entweder er hat ihn oder er hat ihn nicht. Ja, er hat die 10 und damit stehen wir jetzt auf 45. 45 Augen. Ja, allein schwer hat natürlich noch zwei Buben, hat vermutlich kein Karo, wo Ass und 10 unterwegs waren, also wird er noch vier dunkle Karten haben. Mein Partner hat Kreuz Lusche abgeworfen. Ja, ich denke mal, Kreuz 10 soll hier, kann hier und soll hier den entscheidenden Stich machen, wenn der Alleinspieler noch auf Kreuz Ass König oder Ass König Dame steht. Aber vielleicht hat er Pik Ass 10 und Kreuz Ass König, sowas in der Art. Dann wäre er rasiert. Also jetzt versuchen wir es erstmal in Pik. Gut, das ist nicht unbedingt das erhoffte Szenario. Kann ja auch sein, dass der Alleinspieler auf Pik Ass zu dritt steht und ich meinem Partner gerade die 10 kaputt gespielt habe und das Kreuz Ass blank ist, aber irgendwie musste ich es ja anfassen. Das Einzige, was eben nicht kommen durfte, aus meiner Sicht, ist Karo bei 45 liegen. So, jetzt haben wir aber 49, haben immer noch die Chance, wenn der Alleinspieler jetzt noch in Kreuz was Faules dabei hat. Jetzt muss mein Partner, nein, Karo, doch nicht Karo, hast du Ass und nein! Au, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Hast du Ass und 10 gesehen, sollst du von der Farbe gehen. Genau für diese Situation ist der Spruch gedacht. Wir haben 49 liegen und jetzt bringt er eine Farbe, wo kein Voller mehr draußen ist. Ich muss hier bedienen. Ja, er hätte ihn sicher in Pik einspielen können oder er hätte Kreuz König spielen können. So oder so machen wir Kreuz 10, Kreuz Dame und vielleicht noch ein weiteres Bild. Das Spiel hätten wir also auf jeden Fall gewonnen. Ich glaube, Karo König war die einzige Karte, mit der wir jetzt das Spiel nicht gewinnen konnten. Urgh, das ist natürlich, ja, gut, ein kleiner Dämpfer. Steht halt nicht immer drauf. Das ist das Risiko bei einem Spiel mit verdeckten Karten. Gut, Spieler 2, bei dem kommt ja auch gar nichts. Der war vielleicht ein bisschen
abgeschlossen schon mit der Liste, dann ein bisschen unmotiviert beim Gang, gar nicht so richtig an Erfolg geglaubt, einfach so ein bisschen lax in die Karte gegriffen, was auch immer, solche Dinge passieren beim Skat ja nun ständig. Also einmal kurz ärgern, einmal kurz schütteln, einmal kurz wundern und dann wieder Fokus auf das nächste Spiel. Kommt allerdings wieder ein Gang raus, wo die Buben jetzt verteilt kamen, von daher wird Spieler 3 wohl jetzt hier auch noch ein ganz ordentliches Ergebnis erzielen. So sieht es aus. Ja, Kreuz Ass, Kreuz 10, gut, ach du Elend, dann hat er natürlich noch zwei Kreuz. Dann mache ich vielleicht hier mit der Pik 10 noch den Stich, wenn zum Rauskommen. Ja, okay, gibt schon auf, Pik Ass auch noch bei meinem Partner. Ja, da haben wir es, da haben wir es, und was soll ich sagen, eine sehr saubere Liste, ohne komplettes, komplett ohne Verlustspiel, also das ist ja eher selten, gerade beim Rocket. Das eine oder andere war auch drin, haben wir gesehen, ich selber bin natürlich auch mindestens einmal sehr glücklich aus der Nummer rausgekommen, Spieler 3 eben auch nochmal. Ja, 682 ist natürlich ein Traumergebnis, aber ihr habt es gesehen, da kann man sich manchmal auch gar nicht so richtig gegen wehren. Spieler 3 hat auch noch richtig zugeschnappt, fast 500, ich denke, das gibt ein kleines Taschengeldchen zurück. Ja, und wie ich es euch gesagt habe, dieses kleine Taschengeld, das werde ich jetzt gleich beim Doppelkopf investieren. Erfahrungsgemäß muss ich da, werde ich da zur Kasse gebeten von meinen starken Doppelkopf-Partnern. Davon berichte ich dann noch ein andermal. Ich wünsche euch auch einen schönen 1. Mai, einen schönen freien Tag. Bleibt dran und wie immer, gut bleibt.